Die Neckarsulmer Sportunion in der Oberliga wird Ihnen präsentiert von der Fahrschule Academy SGH in Heilbronn. Und der Firma Akin Wohnbau GmbH in der Gymnasiumstraße 65 Neckarsulm. Ja, Steve Neupert, unser Kapitän, frisch ausrasiert am Hinterkopf, wollte er mit seiner Elf, mit der Neckarsulmer Sportunion, gegen den SSV Reutlingen den ersten Saisonsieg einfahren. Ja, das 1:1 vor 3 Tagen in Nöttingen hat durchaus Mut gemacht. Jetzt sollte es gegen den Traditionsverein aus Reutlingen endlich mit dem ersten Dreier in dieser Saison klappen. Ja, schauen wir mal, was am Ende dabei rausgekommen ist. Ja, und wenn das Licht angeht im Pichterichstadion, dann passieren hier ganz besondere Dinge. Ich verspreche euch, ein denkwürdiges Spiel zwischen der NSU und dem SSV Reutlingen war wieder eine Geisterbegegnung. Schade, dieses tolle Spiel hätte viele Zuschauer verdient gehabt. Sportunion startete glänzend in die Begegnung, fand gut rein hier, erste Chance, Flanke Philipp Seibold. Aber in der Mitte Pascal Pander, kann den Ball nicht drücken, hart bedrängt. Und weiter ging's. Es war die 5. Minute, hier die 6. Minute. Kommt von hinten angerauscht der Marco Romano, setzt sich da wunderbar durch, spielt dann raus zu Claudio Bellanave. Der dreht sich dann kurz, flankt in die Mitte und da ist es Maxi Gebert. Aber auch er kann den Ball nicht drücken. Nächste gute Chance für die Sportunion. 6 Minuten waren da gerade mal gespielt. Und die Roten, die Reutlinger in der 13. Minute mit ihrem ersten offensiven Nadelstich hier über die linke Seite mit Jonas Preuß, hat ein gutes Spiel gemacht, der Neuzugang. Und dann ist es Willi Sauerborn, der hat uns letztes Jahr schon in Reutlingen ziemlich wehgetan. Hier mit der Riesenchance macht er auch fast alles richtig, aber knapp am Tor vorbei, hier bisschen Glück für die Sportunion. Die 17. Spielminute, Freistoß, Claudio Bellanave, schade, etwas zu flach angesetzt und auch der Nachschuss von Noah Schorn abgeblockt. Und dann schaffen es die Roten, dann schafft es der SSV Reutlingen, diese Situation zu entschärfen. Dann Achtung, wichtige Szene in diesem Spiel, die 19. Spielminute, Spielaufbau beim SSV Reutlingen. Kommt gleich die Nummer 4 an den Ball, das ist Marvin Jäger. Hinter die Viererkette und da ist er durch und da kommt der Arm von Tobias Fausel gegen Willi Sauerborn und da zückt er die rote Karte, der Unparteiische. Ich glaube, das kann man vertreten, auch wenn man die Zeitlupe gleich noch einmal sieht. Natürlich bitter nach 19 Minuten in Unterzahl. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Hier der lange Ball und hier kommt er, der Arm, macht er natürlich sehr clever. Der Willi Sauerborn ist ein mit allen Wassern gewaschener Stürmer. Hat auch richtig gut gespielt gestern, muss man sagen. Und lässt sich dann natürlich nicht zweimal bitten, nimmt das dankend an. Und wie gesagt, vertretbar diese rote Karte. Der anschließende Freistoß von Tim Schweiger. Ja, etwas zu hoch angesetzt, bleibt bei 0:0. Aber natürlich ein absoluter Nackenschlag, ein Schockmoment für unsere Neckarsulmer Sportunion. Wir sind in der 24. Minute, toller Ballgewinn hier von Philipp Seibold. Dann haben wir Noah Schorn, Pascal Pander, sieht dann Maxi Gebert und den darf man nie aus den Augen lassen, macht da Sachen, die man nicht erwartet. Und auch hier anstatt einer Flanke zieht er aufs Tor an die Latte. Ja, das wär's gewesen, das 1:0 in Unterzahl. 24 Minuten waren dann gespielt. Ja, wir sind schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Reutlingen brachte bis dahin dann in Überzahl nichts mehr Nennenswertes zustande. Ja, und wir melden uns gleich mit der zweiten Halbzeit hier und dann wird's tatsächlich denkwürdig. Lass es krachen mit dem eigenen Führerschein. Bei der Academy Fahrschule SGH geht der Spaß schon in der ersten Fahrstunde los. Komm zu uns, egal welche Führerscheinklasse. Bei uns kannst du alle Führerscheine machen. Als zertifizierte Fahrschule versprechen wir dir, hier machst du keine Fahrstunde zu viel. Uns gibt's mehrmals in und um Heilbronn.
Das größte Fahrschulteam in der Region steht dir zur Verfügung. Check den Simulator. Ganz sicher und ganz ohne Stress. Das können nur wenige Fahrschulen bieten. Ein Haus für alle Klassen. Dreimal täglich Theorie an mehreren Standorten in und um Heilbronn. Academy Fahrschule SGH. Wir machen dich mobil. Ja, wir starten in der 48. Spielminute. Sportunion hatte bis dahin sogar schon zwei gute Situationen, konnte diese aber nicht nutzen. Und dann passierte dieses hier. Pierre Eiberger, der Kapitän, legt da raus auf Dennis Lübcke. Der schaut, flankt und dann ist er da. Der Willi Sauerborn tut der Sportunion schon wieder weh, wie schon im letzten Jahr. Das 1:0 durch die Nummer 9. Der Reutlinger Willi Sauerborn 1:0 und ja, das ist natürlich schwer zu verteidigen. Hier die maßgenaue Flanke von Lübcke und da versucht er noch alles, der Marco Romano. Aber das ist ein Stürmer, der Willi Sauerborn, der sich so etwas nicht entgehen lässt. 0:1, ja, und viele gaben da kein Pfifferling mehr auf die Sportunion. 0:1 in Unterzahl. Ja, da musste man schon auf ein Wunder hoffen. Und dann die 55. Minute, die Sportunion über Mario Müller legt darüber zu Philipp Seibold mit der Flanke und da ist er frei, der Claudio Bellanave. Aber ja, war das für einen Kopf, war das für einen Volleyschuss, war so mittendrin und war natürlich technisch extrem hochwertig, den Ball hier zu nehmen. Aber die Sportunion gab nicht auf und man sah schon die Reutlinger mit Problemen in der Defensive. Und dann haben wir die 58. Minute, toller Pass von Marius Klotz auf Maxi Geber, der leitet weiter auf Philipp Seibold. Der, was macht der, vernascht da Dennis Lübcke, Ball kommt nach innen, Maxi Gebert verpasst und dann ist es Pascal Pander und tatsächlich das 1:1, 58. Spielminute und das hatte sich fast so ein bisschen angedeutet in dieser Phase, nicht ersichtlich, dass die Reutlinger in Überzahl spielten, aber was für eine Vorbereitung von Philipp Seibold, hat ein bärenstarkes Spiel gemacht, Maxi Gebert verpasst, zum Glück muss man ja fast sagen und dann Pander mit einem Strahl und da kann natürlich der Keeper der Reutlinger nichts halten. 1:1, Riesenfreude auf dem Pichterich und ja, es entwickelte sich jetzt wirklich ein elektrisierendes Spiel. In der 64. Minute die Reutlinger wieder, toller Hackentrick auf Jonas Preuß mit der Riesenchance, macht da alles richtig, aber knapp übers Tor. Glück für die Sportunion, Jonas Preuß, der Neuzugang vom VfB Stuttgart 2, hier mit der großen Chance zur Führung für die Reutlinger. Ja, und es ging hin und her, schöner Hackentrick, wieder Jonas Preuß, klasse abgeblockt von Marco Romano. Ja, was für ein tolles Oberligaspiel in dieser Phase. Da ist Willi Sauerborn, legt dann zurück auf Marvin Jäger. Und Achtung, Philipp Seibold, was für eine Power, spritzt da dazwischen. Lux Kuengien da den Ball ab, der versucht ihn da noch zu bremsen, aber Philipp Seibold lässt sich nicht abschütteln, dann was für ein Auge und da ist der Doppelpack Pander, 2:1, ja was geht denn hier ab, Pascal Pander, nächster Doppelpack unserer Nummer 30, macht er ja gerne, aber was für eine Vorbereitung von Philipp Seibold, ja ein neues Traumpaar, Seibold Pander, keine Ahnung, aber das war schon großes Kino. Klasse gemacht, dann ansatzlos von unserer Nummer 30 und keine Chance für den Reutlinger Keeper. Und die Sensation, sie nahm ihren Lauf, 2:1 für die Sportunion. Wir haben gerade mal eine Minute nach dem Führungstreffer und jetzt Achtung, ein Angriff wie aus dem Bilderbuch. Marcel Susser, dann direkt weitergeleitet von Pascal Pander, David Kotovac, wieder Pander. Dann in die Mitte und da steht er, der David Kotovac und macht das ganz überlegt und es steht 3:1, kaum zu fassen. Ja, wer das live miterlebt hat, der kriegt noch jetzt eine Gänsehaut, David Kotovac. Aber der Assist, der geht nicht an Pascal Pander, das sehen wir jetzt gleich in der Zeitlupe, nämlich Maxi Gebert hier mit einem ganz feinen Hackentrick auf David Kotovac. Fantastisch gemacht und was für ein Angriff. 3:1 und wir waren in der 69. Spielminute. Ja, und ausgerechnet David Kotovac steht da goldrichtig. In der 25. Minute erst eingewechselt, hat sich nahtlos eingefügt und macht hier tatsächlich das 3:1. Aber die Reutlinger, sie gaben nicht auf. Hier Sultani, der eingewechselte Ex-Kickers-Spieler
fordert hier einen Strafstoß, aber das war ihm dann zu wenig, dem Referee. Wir waren schon in der 89. Spielminute, 3:1. Wahnsinn, es war schon zu diesem Zeitpunkt klar. Diese Begegnung gewinnt die Neckarsulmer Sport. Und nun hier noch einmal Eiberger mit dem Fernschuss. Kein Problem für Marcel Sousa, der abermals eine richtig gute Leistung abgeliefert hat. Ja, und das war's. Wir sind in der 95. Spielminute. Da pfeift der Abda-Referee. 3:1 siegt die Neckarsulmer Sportunion in einem atemberaubenden Fußballspiel, in einem denkwürdigen Fußballspiel gegen den SSV Reutlingen. Aber auch das gab nur 3 Punkte. Und am dritten Spieltag ist es noch zu früh, in Jubelarien auszubrechen. Denn noch viel folgt für die Sportunion. Noch viele Spiele, noch viele Spieltage. Aber das war schon ein Highlight, das unsere Jungs da gesetzt haben. Thank you.